war Ihr Esoterik-Studio von Kienke Gau. Wie meine ich das denn mit der Verteufelung des I Chings? Also ich bin da so drauf gekommen. Also Leute sitzen und meditieren. Manche sitzen nur drinnen und manche sitzen draußen. Manchmal wird auch ein Sitzstreik verglichen mit Meditierenden. Und da sagt der eine, ja, können wir den doch entfernen. Nee, müssen wir den belassen. Warten wir, bis sie was falsch machen. Und dann sage ich ganz deeskalierend, ja, die Sitzenden, die holen sich das so und so in zwei Situationen. Jetzt weiß ich das nicht mehr. Jetzt ist das A Ting Shu. Sie holen zwei Gewöhnlichkeiten, das weiß ich noch. Und dann müsste man das jetzt wissen, wie man das deeskaliert. Und wenn das mit Sinologie nicht zu deeskalieren ist, dann sage ich in Kung Fu Shu in klarer Schrift und Sprache, das sinologische Unterfangen ist zum Teufel, der I Ching-Spruch ist zum Teufel, der hat, bietet keine Alternative und schon gar keine Deeskalation. Da findet man sich jetzt in sporadischen Religionen öfter mit ab als in konstanten Religionen und immer wiederholen sich die typischen Schemata anstatt die alternativen Erleuchtungseinfälle. Dann sag ich, ja, dann rezitiert man die Götter mit den Dian Zai Dian Sprüchen, Zai Dian. Dann muss man da in den Sprüchen üben, gewissenhaft mit Sinologie umzugehen und sein sinologisches Unterfangen nicht zum Verteufelten lassen, sondern korrekt wirken. Das ist nicht leicht, wenn das alles archaische Begriffe sind, muss man da schon, also ich sage, es ist eigentlich leicht, man muss ja nur gewissenhaft mit umgehen. Das merkt man ja nicht unbedingt, dass man nicht gewissenhaft damit umgeht, aber im Kienke Gau interessiert das. Das war nochmal hier Esoterik-Studio für Kienke Gau.